Da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von The Evil Within 2. Ja, läuft alles? Bin ich zu hören? Bin ich zu sehen? Wunderbar. Wunderbärchen, ich habe jetzt mal ein kurzes Aufnahmepäuschen gemacht, mal kurz was gegessen, mal kurz Pipi gemacht, ihr kennt das ja. Und weiter geht der Peter. So. Ach, da ist er ja, die Gute. Dann wollen wir mal loslegen. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Wo müssen wir denn hin? Sag mir mal, wo ich hin muss. Erstmal hier raus, glaube ich. Erstmal. Nee. Hier lang. Da müssen wir hin. Auf geht's. Nee, von hier kommen wir. Geh mal, tütüt, junge Frau. Tütüt. Hier müssen wir hin. So. Jetzt sind wir richtig. Sie kennen also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stan? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. So sieht's aus. So, jetzt weiß die Hoffmann auch Bescheid. Was ist denn das? Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden, bin schon unterwegs. Bis bald. Und jetzt? Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Juhu! Ein bisschen mit Bomben spielen, aber erstmal gucke ich mich hier um. Kannst ja gleich loslegen, junge Frau. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ich weiß, du spielst gerne mit so einem Zeug. Das ist deine Lieblingsbeschäftigung. Ist mir mittlerweile bewusst. Aber ein paar Sekunden musst du dich noch gedulden, bevor du hier alles hochjagst. Ah, hier liegt ja doch noch was. Wusste ich doch. Wusste ich doch. Ich komme hier nicht raus. Doch, jetzt. Okay. Das war's schon. Mehr gibt's hier nicht. Können wir loslegen. Torres. Oh, wir können mit ihr noch reden. Gut, machen wir das noch schnell. Du kanntest Hoffmann also vorher schon? Jeder kennt Hoffmann. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Die Frau gefällt mir irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodore nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Oh ja, dem Typen traue ich mittlerweile auch alles zu. Ganz koscher ist er nicht. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Das ist gut. Dann wollen wir mal loslegen. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10.
Bereit, wenn du es bist. Nein, wir fangen direkt an. Attacke. Es kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre beiden Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie, ich warte. Sie wollen Ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Was zum... Lily? Du bist hier. Ich bin hier, Papa. Schnell! Ist doch 100 pro eine Falle. Kapitel 12. Ich bin hier, Papa. Schnell! Alter, es geht ja schnell. Jetzt, was denn nu? Kann ich Taschenlampe anmachen? Ja. Alter, was ist denn hier los? Das gefällt mir nicht. Wie, kann ich keine Waffe nehmen? Ich wollte gerade sagen. Weg mit dir. Du Arsch. So, nachladen. Verstecken, weil irgendwas sieht uns gerade. Scheiße, man sieht ja hier überhaupt nichts. Tut das Not? Ich glaube, da hinten ist einer. Also okay. Geh doch mal von der Wand jetzt weg. Aber die scheinen uns auch nicht so schnell zu sehen. Hihihi. Gott sei Dank. Wir müssen versuchen, Munition zu sparen, weil ich habe so das Gefühl, wenn jetzt so viel Munition hier rumliegt, dass wir später keins mehr kriegen. Das wäre blöd. Das wäre sehr, sehr blöd. Hier laufen sehr viele von diesen Viechern rum. Was ist das denn? Was zum... Alter, was sind das für Panzer? Was geht mit euch? Seid ihr Mischugge? Geht's hier irgendwo noch lang? Nö, hier hört's dann auf. Okay. Alter, voll der Panzer. Kann man den abstechen? Weil ich habe so das Gefühl, für den bräuchten wir bestimmt ein bisschen mehr Munition. Wo laufe ich denn eigentlich hin? Ich laufe den genau vor der Nase. Das ist nicht gut. Da drüben sind auch noch welche. Nein, nein, du siehst mich nicht. Nein, nein. Geh weg. Nein, 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 nein. Hier ist keiner. Hier ist niemand. Geh ruhig weg. Geh weg. Geh weg. Gehst du weg? Haust du ab? Hau ab. Geh zu Meckes. Was war das? Sind das für ekelhafte Geräusche? Ey, ist ja widerlich. Dreh dich jetzt ja nicht um.
Komm schon, komm schon, komm schon. Warum geht das nicht? Oh, da platzt einfach. Geil, muss man ja auch mal wissen. Ach, scheiß auf den Hund drauf hier, das ist ja... Komm her, du blöde Kuh! Kommst du her? Haust ab, gehst weg! Verzieh dich! Ja, voll ins Ohr! Das tat weh! Batsch! Und Batsch! Und Batsch! So, Munition gespart. Gut. Ich glaube, da muss ich dann hin. Aber ich hab so... Ich wusste es. Ich habe nämlich gerade was gehört. Halt! Ach, egal. Hihi! Hihi! Und Batsch! Ah. Du Saubart, du. Mann, Mann, Mann. Lebst du noch? Junge, 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 Junge. Also hier laufen definitiv noch viel mehr Gestalten rum. Mann, es ist so wunderschön dekoriert und so hell beleuchtet. Faszinierend. Ah, nö. Du hast eine Axt, Junge. Gib mir die Axt. Gib mir die Axt. Gib mir die Axt! Ah. So. Und die Axt bitte. Dankeschön. Ich nehme mal sicherheitshalber auch mal eine Spritze. Zack. So. Man weiß ja auch gar nicht, ob man hier dann schon alles abläuft oder nicht. Das ist ja voll ätzend. Hm. Okay, hier geht's nicht weiter. Da hört's auf. Also es würde mich echt nicht wundern, wenn hier irgendwo eine Statue versteckt wäre, ohne Scheiß. Nur die erstmal finden. Die erstmal finden. Hallo Kollege. Magst mein Freund sein? Na du Hübscher. Du bist doch bestimmt einsam, oder? Hui! Jetzt hast du das Problem nicht mehr. So. Eine Axt haben wir noch. Hm. Kann man hier noch lang gehen, Ogo? Okay, hier kann man gar nicht mehr. Ja, hier hört's dann auf. Hm. Aber wo ist jetzt die Frau hin? Das würde mich interessieren. Wo sind die auf einmal geblieben? Die war eigentlich recht sympathisch. Die mochte ich. Unsere Schrotflinte eigentlich voll? Ja. Nö, wissen nicht. Ja, sowas aber auch. So. Jetzt ist er voll. Gut. Gut. Ja, ich komme. Ich muss so schnell meine Nase kratzen. Wollen wir mal loslegen. Zieh, Junge! Mache kräftig, komm schon! Kriegst du es hin? Jawohl!
Den machen wir fertig, den Blödmann. Der hat meine Tochter. Cool, noch so ein Zimmerchen mit dem Fahrrad. Ich werde kommen, mein Kind. Ich komme. Ich werde dich retten. Da steht fest, wie es Armen in der Kirche. Oh, hier kann man reingehen. Aber hier gibt's nichts. Cool. Richtig cool. Cool, cool. Ach nee, nicht schon wieder so ein Dickerchen. Wir nehmen mal für den hier. Halt. Die. Mit Schalldämpfer. Alter, der macht ja einen Wumms. Hat der einen Wumms dahinter, du? Junge, Junge, Junge. Wo? Ach, da. Ja, toll. Hihi. Halt aber still. Ich muss deinen Kopf treffen. Halt still. Toll, ist ja noch einer. Da würde ich gern die Munition dann doch wieder sparen. Ich dachte, ich muss jetzt nur die eine wegdonnern und dann... Komm her! Was? Wo denn? Ach da. Aua. So. Da einmal. Und hier hinten haben wir noch einen weggeholt. Genau, den hier. Alter, das ist ja ein reines Skill-Paradies, du. So, mal schön Lucky-Lucky machen hier und alle Eckchen, ne? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Hier kommt man dann bestimmt nicht weiter, hä? Doch. Doch, man kommt hier weiter. Okay, jetzt nicht mehr. Man kam nur so ein Stückchen. Hm. Immer Wechsel, aua! Immer im Wechsel, sag ich! Immer im Wechsel! Mach den Platz jetzt! Verdammt nochmal! Junge, Junge, Junge! Du Blödmann, hast mich voll erschrocken! Bist du irre? Ich hab doch meinen Kakao noch nicht gehabt! Oh. So. Viel besser. Viel, viel besser. Lag hier nicht irgendwo. Moment, hier. Hier, das merkst. Hier, so, noch eine. So. Da ist ein Stuhl. Jo. Oh, das sieht ja schön aus. Oh, ein bisschen Munition. Da kommt, ne? Schon wieder diese Geräusche hier. Da liegt schon Gel. Nehmen wir auch mit. So. Das haben wir noch voll. Ach, ein Zettelchen. Was ist Freiheit? Ein Wort und ein Konzept voll individueller Bedeutung und trotzdem völlig bedeutungslos im Raum der Zeit. Wir bestehen aus Atomen. Jedes Atom hat einen Kern, der von Elektronen umkreist wird. Der Raum zwischen diesen Elementen ist riesengroß. Wir bestehen größtenteils aus nichts. Das ist eine Tatsache, die nur schwer zu akzeptieren ist. Aber dieses Wissen verleiht Macht. Sich zu ergeben bringt Möglichkeiten, sich zu unterwerfen, bedeutet Stärke, solange man bereit ist, sich der Freiheit zu fügen. Alles klärchen, wenn du sonst keine Sorgen hast, dann ist ja alles gut.
wir ja, ne? Hier sind wir lang gelaufen. Was? Willst du frech werden? Ich glaube, es hackt oder was hier. Gib mal deine Axt her. Wo ist die? Da. Wo war denn hier? Wo ist denn hier? Hier ist hundertprozentig irgendwo eine Statue versteckt. Da können die mir erzählen, was sie wollen. Die haben hier definitiv irgendwo eine Statue versteckt. Hi, Kollege. So. Achso, da waren wir ja gerade. Was gibt's hier Schönes? Ne. Ein widerlicher Menschenhaufen. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Was gibt's hier Schönes? Komm, passe ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Schickes Zimmer. Muss man nicht sagen. Hoch, ist ja schick. Das ist ja hübsch. Ah. Mama hat nie aufgegeben. Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, um zuzuhören. Nein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Mein wahrer Erfolg, wo sie versagen. Sie wollten mich zuhören. Sie haben beide verloren und gingen dann selbst verloren. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch die Hause erreicht, indem man sich fügt. Das glaube ich ja wohl nicht, dass das von Lilly jetzt kam. Warum warst du nicht da, als ich dich gebraucht habe? Aber ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Lilly-Mäuschen. Wo bin ich denn jetzt? Ich war doch eben ganz woanders. Hier sind ja schon wieder so viele. Gesehen. Ah! Scheiße! Dieses Mistviech. Leck mich doch. Ein bisschen Gel hättest du ruhig mal rausspucken können, du blödes Vieh. So, hier machen wir mal einen Bogen um den drumherum. Nee, nee, du siehst mich nicht. Tu nicht so. Oh. Jetzt könntest du mich eventuell sehen. Hilfe! Hilfe! Wieso? Hä? Was? Hilfe! So, geschafft. Meine Nase läuft. Hat der schon wieder? Das ist doch nicht das, wo ich eben war. Bin ich wieder verwirrt? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich wollte doch nur mal gucken. Ach, hier. Und noch ein bisschen Gel. So viel wie möglich einkassieren. Weil ich habe so das Gefühl, so viele Chancen kriegen wir nicht mehr. Oh. Hihi. Hörst du mich? Hörst du mich? Siehst du mich? Hörst du mich? Siehst du mich? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wehe, du drehst dich jetzt um. Dann werde ich aber grantig. Achso, Arschloch. Oh, hab ich nicht gesehen. Cool. So.
vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Und sie jagen und töten alle, die noch am Leben sind. Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keiner mehr da. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Beweisen Sie mir Ihre Treue. Bringen Sie mir den Kern. Lily, Sie sind verdammt dazu, Ihre Fehler zu wiederholen. Papa? Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Kommen Sie. Ich warte. Ihr Wunsch.